Ich möchte ganz gern Thomas Künzli einladen zum Thema Holz, nicht nur zum Thema Holz. Thomas ist der Geschäftsführer von der Firma Künzli in der, glaube ich, 4. Generation, wenn es mir so recht ist. Vater Künzli ist auch noch da. Und ja, ich bin unglaublich dankbar, auch im Namen von Alec, dass wir hier sein dürfen, im Namen von euch allen nehme ich an, dass Thomas uns diese schöne Halle zur Verfügung stellt. Und ich danke auch für die Freundschaft, nicht nur die Gastfreundschaft, sondern wir sind mega dankbar, dich kennengelernt zu haben. Und als Erste möchte ich dir so eine Holzkugel überreichen und daran zu riechen. Du kennst es wahrscheinlich, ja. Also das ist noch ein bisschen eine Beschreibung dazu. Super. Ich stelle mir so vor, dass das bei dir auf dem Pult stehen könnte oder zu Hause auf der Wasserkaraffe, wo dann die ätherischen Öle rübergehen und du ins Träumen kommst, dass alles noch besser ins Rollen kommen könnte, ja. Oder du einmal eine ruhige Kugel schieben könntest. Also du wirst uns nicht vergessen und wir dich auch nicht. Danke vielmals. Super, das auf jeden Fall nicht. Vielen Dank, Mehdi, für die netten Worte und die tolle Kugel. Die findet sicher einen Platz bei uns, also bei mir im Büro. Gut, Albert Einstein, sehr bekannter Mann. Er war Professor in den 40er Jahren an der Princeton University in den USA. Und es gibt die Geschichte, dass er einmal eine Prüfung abgenommen haben soll von seinen Physikstudenten. Und nach der Prüfung ist ein Student zu ihm gekommen und hat gesagt: Herr Einstein, war das nicht die gleiche Prüfung wie im letzten Jahr? Und dann soll er gesagt haben: Ja, das ist richtig, die Fragen, das sind wohl die gleichen, aber die Antworten haben sich verändert. Diese kleine Anekdote überleiten und einen Blick oder aus dem Blickwinkel unseres Unternehmens aufzeigen, welche Frage uns eigentlich schon immer lange beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt, nämlich wie können wir Bauwerke erstellen, damit jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat, eine Wohnung, ein Zuhause, unter Berücksichtigung auch der gesellschaftlichen und umwelttechnischen Anforderungen und darauf aber immer die Antworten sich eben verändern. Darüber möchte ich in den nächsten paar Minuten sprechen. Ganz kurz zu uns, die meisten kennen uns wahrscheinlich schon, wir haben eine lange Geschichte, über 140 Jahre reicht die Gründung zurück, hier am Standort Davos. Wir haben uns in diesen 140 Jahren natürlich auch immer entwickelt, auch immer neue Antworten erarbeitet. Hier sieht man beispielsweise ein Bild von 1910. Damals beschäftigte man etwa über 1000 Mitarbeiter und über 50 Pferde. Da kann man sich vorstellen, wie man hier in die Wälder gegangen ist und das Holz geschlagen hat. Und so haben wir uns dann kontinuierlich weiterentwickelt über die Jahre, immer mehr Richtung nachhaltiges Bauen, ökologisches Bauen. Und heute sind wir eine Unternehmensgruppe mit 3 Firmen. Wir haben 3 Produktionsstandorte. In der Ostschweiz, 2 am Bodensee und hier in Davos unseren Hauptsitz. Und wir beschäftigen rund 200 Mitarbeiter über all diese Standorte. Gut, was sind denn die Herausforderungen oder die Megatrends, die uns beeinflussen als Unternehmen? Ich habe jetzt mal 3 herausgegriffen, konkret jetzt für uns als Bau, aus der Bauwirtschaft, was uns beeinflusst. Und das ist einerseits ist das Bevölkerungswachstum, dann die Verstädterung und drittens das Thema Nachhaltigkeit. Bevölkerungswachstum, ich glaube, das ist schon vielen bekannt. Also netto wächst die Welt ja um 2,6 Menschen pro Sekunde. Das sind pro Jahr etwa 80 Millionen Einwohner, die die Welt zusätzlich zählt. Das ist natürlich global unterschiedlich verteilt. Und in der Schweiz sind das etwa 160 Personen, die netto jeden Tag zusätzlich die Schweiz bewohnen. Jeden Tag. Also auch Samstag, Sonntag, Weihnachten. Wir haben dieses Projekt 2018 realisiert in Disentis. Das sind 140 Wohnungen.
und so Zweizimmer-Apartments. Das heißt, wir müssen eigentlich in der Schweiz, oder es wird auch in der Schweiz, jeden Tag ein solches Projekt realisiert, damit der Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann für die zusätzlichen Leute, ohne jetzt Ersatz der bestehenden Infrastruktur. Und das ist nur fürs Wohnen, dann kommt natürlich dazu die Schule, der Arbeitsplatz, die Spitäler, das Schwimmbad und so weiter. Nun, wie machen wir jetzt das in der kleinen Schweiz? Wie passiert das? Wohin führt denn das? Der zweite Punkt, daraus abgeleitet, wo findet dieses Wachstum statt? Alec hat es auch angesprochen. Jetzt leben 50% der Menschen im urbanen Umfeld in der Stadt. Bis 2015 soll das etwa 70% der Weltbevölkerung sein. Das heißt, das Wachstum findet ausschließlich in der Stadt und um die Stadt statt. Für uns als Baufirma, als Holzbaufirma, wir kommen von Holzbau, das ist Aufstockung, Anbau. Für uns heißt das aber auch, man sieht hier zwei Projekte, die wir realisiert haben, dass wir eben weniger das links bauen, Einfamilienhäuser, sondern mehr das rechts bauen werden. Größere Überbauungen, wie hier in der Stadt Chur. Die Anzahl der gebauten Einfamilienhäuser jährlich hat sich in den letzten 8 Jahren in der Schweiz halbiert. Das heißt natürlich eben auch für uns als Unternehmung, wir müssen uns umorientieren. Der dritte Punkt ist Nachhaltigkeit. Jetzt hatten es immerhin fast alle Architekten und Bauherren und Investoren verstanden, dass wir anders bauen müssen, dass wir nachhaltig die Gebäude erstellen und betreiben müssen. Denn der Bau hat eine extrem schlechte Bilanz, also Fußabdruck, wie wir vorher gehört haben. Ich möchte da 3 aufgreifen. Das ist einerseits, ist der Bau weltweit verantwortlich für über 50% des Müllaufkommens mit einer Recyclingquote von gerade einmal 1%. Der zweite Punkt ist, der Bau ist verantwortlich für über ein Drittel, also fast 40% des weltweiten CO2-Ausstoßes durch die Erstellung von den Bauten, wie aber auch nachher durch den Betrieb, Heizen, Kühlen etc. In der Schweiz wird ab 2040 durch die Klimaerwärmung wird man mehr Energie brauchen, um die Gebäude zu kühlen, als um sie zu heizen. Der dritte Punkt ist die Ressourcenknappheit. Hier jetzt am Beispiel Sand. Also wenn man so viel Müll generiert, dann braucht man auch viele Ressourcen, um das eben irgendwie zu erstellen. Und die Ressourcenknappheit am Beispiel Sand. Sand ist weltweit die am meisten gebrauchte Ressource, noch mehr als Öl, noch mehr als Wasser. Und man kann Sand, denkt man, ja, ist in der Wüste genug vorhanden, aber man kann nicht jeden Sand nehmen. Der Wüstensand ist zu rund, die Körnigkeit ist nicht gegeben, um daraus Beton herzustellen. Also muss man Sand aus Flussdeltas abbauen und so findet dann eben Ressourcenknappheit oder auch Raubbau am Sand statt, wo zum Beispiel in Australien Sand gewonnen wird, um das nach China zu bringen, um daraus Beton dann herzustellen. Was heißt das für uns, jetzt konkret für uns als Baufirma? Da ist viel Bewegung drin, das ist ein großes Thema. Also wir haben identifiziert, die Zukunft wird maßgeblich beeinflusst sein, wie wir bauen. Wir können natürlich Elektromobilität im Auto fliegen, gehört alles auch dazu, aber die Bauwirtschaft muss eine große Transformation durchfahren. Und natürlich schön, wir kommen als kleine Unternehmung, sage ich mal, wir kommen aus dem nachhaltigen Bauen. Das ist auch eine riesige Chance für uns. Die Nachfrage nach unseren Bauleistungen steigt. Aber es ist auch eine Gefahr, weil wir sind nicht die Einzigen, die das erkennen. Und es ist sehr viel Bewegung drin. Und immer wenn viel Bewegung drin ist, müssen wir uns eben auch Bewegung halten. Also eben auch Chance oder auch Change. Wir müssen uns verändern. Was bewegt uns jetzt als Firma? Und die Beschleunigung ist da, wir müssen uns schnell verändern. Also wir werden weniger Handwerksbetrieb sein, wie jetzt links, dass Zimmermänner mit Hammer und Nagel Dachstühle aufrichten, sondern wir werden zunehmend rechts industriell organisiert nachhaltige Bauwerke erstellen, hocheffizient. Dafür werden wir jetzt noch in diesem Herbst ein neues Produktionswerk übernehmen, das uns auch die Fläche gibt. Hier, das ist viel zu klein, um den Markt und die Nachfrage zu bedienen. Und dort werden wir uns entsprechend organisieren für die große Nachfrage.
Nun ist das schnell, oder, wie man das sich verändern muss. Das ist eine Herausforderung für uns als Unternehmung. Es ist eine Herausforderung für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und wie gehen wir das an? Wir haben uns da lange Gedanken gemacht, haben als Führungsmannschaft das lange geplant, dass wir eben dann, wir haben vor etwa einem Monat die Mannschaft informiert, welche Pläne wir haben. Wir haben ein sogenanntes Wimmelbild skizziert, ein Comicbild, das unsere Vision, unsere Strategie zeigt, auch unsere Herkunft, wo wir herkommen, wie wir uns entwickelt haben, wo wir hin möchten, haben das. Das hängt überall in der Firma. Eines hängt zum Beispiel, wenn man rausgeht, links an der Fassade. Das kann man auch anschauen. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Vision entwickelt, einen gemeinsamen Weg aufgezeigt, wie wir da hinkommen. Wir haben dann, man sieht es an meinem T-Shirt, nach der schwierigen Zeit mit Corona, dann die Holzpreisteuerung in diesem Jahr, haben wir eine frische T-Shirt-Farbe gewählt, die wir den Mitarbeitern jetzt neu gegeben haben, um eben auch diese Aufbruchstimmung mitzugeben, dass sie sehen jeden Tag, ah okay, wir bewegen uns, es geht in eine gewisse Richtung. Weil das war oder ist für uns die Herausforderung, sich zu bewegen, sich zu entwickeln. Und das ist auch meine Motivation. Und darauf freue ich mich jetzt auch die paar Tage, dass wir Ideen aufgreifen können, wie wir vielleicht mal zuerst auch die Fragen genau stellen können und dann Antworten daraus ableiten und vielleicht ein Zielbild entwickeln, eine gemeinsame Vision und Lösungen, wie wir denn zu dieser Vision kommen. Und so freue ich mich jetzt auf die Tage und ich wünsche Ihnen und uns natürlich sehr spannende Zeit und gute Vorträge und gute Gespräche. Vielen Dank. Applaus